So ruhig wie jetzt sieht es in der Fahrsicherheitsanlage in Kempten nur selten aus. Die verschiedensten Fahrsicherheitstrainings stehen sonst auf dem Programm. Auf 10 Jahre blicken die Mitarbeiter zurück. Im südbayerischen Raum ist die Anlage in Kempten die zweitgrößte. Der Bekanntheitsgrad des Fahrsicherheitstrainings ist immer da. Das Problem ist immer gewesen, die Hemmschwelle wirklich mal eins zu machen. Es ist dann besser geworden. Wir haben in diesen 10 Jahren so roundabout 52.000 Gäste hier in Kempten allein gehabt und haben jetzt eine Auslastung der Anlage, die liegt so bei 70-75%. Kann man zufrieden sein. Gestartet sind wir damals mit 40% oder sowas, was die Gesamtauslastung angeht. Wirtschaftlich ist es in Ordnung, kann ich auch sagen, denn der ADAC als Verein macht keine Gewinne, aber es trägt sich selbst. 7 Mitarbeiter, davon 3 auf 400-Euro-Basis, halten alles am Laufen. Dabei ist das Büro zweitrangig. Die Anlage besteht aus 2 Teilen. Dem 3,5 Hektar großen Außengelände und einem Gebäude mit 4 Seminarräumen. Sowie einem Restaurant. Der Hauptteil ist fahrpraktisches Erleben. Es gibt natürlich Fragen, wie geht das ESP, wie funktioniert das Auto, was passiert denn, wenn ich in der Kurve rutsche, kann ich denn in der Kurve bremsen? Solche Dinge werden ausprobiert, aber man kann nicht alles technisch ausprobieren. Sprich, in den Seminarräumlichkeiten findet am Morgen zu Beginn des Trainings eine Vorstellungsrunde statt, wo man sich ein bisschen kennenlernt, wo man miteinander redet. Dann ist Mittagspause natürlich im Restaurant, ist klar. Und nachmittags gibt es so eine Informationsrunde, wo die ganzen technischen Features, die wichtig sind wie Reifen, technische Dinge, nochmal besprochen werden. Zum Ende des Kurses findet ein Kursabschluss statt. Da gibt es auch eine Urkunde, die gibt es natürlich im Seminarraum. Diese Räumlichkeiten werden auch immer wichtiger, da Berufskraftfahrer seit 2 Jahren eine Weiterbildung innerhalb der nächsten 5 Jahre absolvieren müssen. So ruhig wie jetzt wird es in Zukunft also nicht allzu oft bei der Fahrsicherheitsanlage aussehen.